regional und regulär, ja. Kommt man ein bisschen durcheinander. Symptomen wahrscheinlich haben wir jetzt hier auch wieder irgendwo 60, weil wir Skies wechseln. Das kann ich jetzt mitwerten, davon sieht man auf dem Intercity ein bisschen. Naja. Ich hoffe auch nicht, dass irgendwie der Simulator zu laut ist. Wenn ja, ist ein bisschen blöd, aber muss ich ihn nochmal aufnehmen. Wir haben eine 60 Ankündigung, ich bremse auf 60 runter. Das sind ja 60. Ja, sind 60. Ich habe nirgendwo eine Ankündigung gesehen. Das ist ein bisschen blöd. So weit runter müssen wir jetzt auch wieder nicht bremsen. Schönen Lind 41. Mein Lieblings-Siedel-Lok mit Lok ist es ja eigentlich nicht. Triebwagen mit dem DeSiro. Die 6,8 und Flirt 3 Diesel finde ich auch nicht schlecht, aber 6,28 oder den RS1 mag ich irgendwie nicht. Wir sind ja schon wieder oben mit so, ne? Da ist dieser so ein schöner Baum, der keine Textur hat. Aber jetzt müssen wir in oben jetzt, glaube ich, nicht mehr das Gleis wechseln, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Da kann man geradeaus reinfahren. Ich glaube, ich bin gerade mit dem Mikro gekommen, ist nicht so geil gewesen, aber naja. Ich komme manchmal mit dem Mikro, ich weiß nicht, woran das liegt, aber naja, wird schon irgendwie passen. Ich habe Angst, dass ich zu leise bin, an manchen Stellen, also großteils vor allem. Weil ich nur bei kurzen Stellen manchmal so ein, zweimal zu leise bin. Will ich ja hochladen, aber ich denke, ich zu leise bin, ja, eher nicht. Weil ja dann jemand was versteht. Das habe ich früher mal gemacht, wo ich halt einfach, also wo ich mal einen PC hatte, wo ich halt einfach nicht mehr die Möglichkeit hatte, neu aufzunehmen, weil es so lange gedauert hat, bis ich erstmal geladen habe und bis ich bereit war, das zu machen. Also, um zu spielen. Beim Train Simulator war das schlimm. Keine Ansage heute. Wenn ich mache, ich sie gleich. Aber so, wenn wir im Bahnhof reinfahren, weil das ist ja so Standard bei der Deutschen Bahn. Nächste Station ist Urmitz. Ausstieg rechts.
Hilfe. Speichern. Verbrennst du dich jetzt? Fuck. Fuck. Mist. Verbremst. Ja, mit der Doppeltraktion komme ich irgendwie nicht so ganz klar. Jetzt habe ich das. Wo ist das erste Mal, dass ich mich jetzt verbremst habe? Das andere habe ich ja eher. Weil ich. War ja eher, weil ich abgelenkt war. So, ich muss vielleicht auch mal T drücken, damit das Ganze funzt. Koblenz Stadtmitte und Koblenz Hauptbahnhof dann. Schon. So, dann einmal wieder die Türen schließen. Also nur alles manuell machen hier. Einmal noch den Kontrollbrick, passt und dann geht's weiter. Ich halt Koblenz Stadtmitte. Und hier rechts sieht man wieder so einen geilen Baum. Was kommt denn da vorne? Wahrscheinlich der Elf von Düsseldorf. Mit acht, mit acht, mit. Mit 8:10 Uhr war gar nicht so schlecht geschätzt, weil der braucht jetzt noch 10 Minuten ungefähr bis Andernach. Mit dem L5 nach Koblenz, das war nicht schlecht geschätzt. Das war aber wirklich gar nicht. Ich habe mich nachgeguckt. Ich wollte eigentlich nachgucken, aber die DB-App ist abgeschmiert und da hatte ich keinen Bock mehr. Neu zu starten. Also auf meinem Handy. Einfach nicht beachten, was ich gerade gemacht habe. Die Uhr geht mit hier oben. Ich hab grad mit Finger drauf gezeigt, seht ihr aber ja nicht. Minuten brauchen wir bis Koblenz Stadtmitte. Wir fahren jetzt hier auch schon ins Vorfeld von Koblenz rein, wo dann auch hier gleich die von der anderen Rheinseite die Strecke kommen müsste. Ich glaube, dass es die andere Rheinseite ist. Weil auf was anderes wüsste ich jetzt nicht, wie viele Strecken es hier noch gibt. Vorne. Ein Güterzug. Der wird jetzt wieder laut. Oh, wir sind so schnell. So. Wir dürfen ja nur 120. Ich habe es gerade voll verpennt, dass wir nur 120 dürfen. Aber Koblenz stand mit um 4 nach und wann ist Koblenz Hauptbahnhof 7? Das passt. Also wir sind sehr gut in der Zeit. Bevor wir jetzt hier in Koblenz reinfahren, speichere ich nochmal. Weil wegen Performance und so, ihr seht, sie geht gerade ziemlich in den Keller. Warum auch immer. Jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Man müsste es eigentlich sehen. So, jetzt. Erst bin ich 10 Kilometer, 9 Kilometer zu schnell, jetzt bin ich 9 Kilometer zu langsam. Obwohl davon sind eh 90. Kann ich hier nicht immer abbremsen. Warum Koblenz-Lützel? Wir hatten doch nur eine Stadtmitte. Ja, wir hatten nur eine Stadtmitte. Warum steht dann hier Koblenz-Lützel? Muss man nicht verstehen. Oder ist es da, weil hier kann es sein, dass bei Koblenz-Lützel einfach die Ansage kommt?
weil das hat ja immer so ein einzelnes Ding und weil hier zwischen Koblenz, also zwischen Koblenz Düssel und Koblenz Stadtmitte kein weiteres ist, wo die Ansage hätte kommen können, ist es irgendwie, glaube ich, man könnte es so kommen. Was Vorfeld von, das heißt Vorfeld, hier so Güterbahnhof. Ich glaube aber hier, wenn man dann Richtung Trier rausfährt, da links ist auch nochmal sowas, Güterbahnhof und so, wenn ich mich recht erinnere. Der Motor quasi gerade Pause gemacht, weil er nicht beschleunigt. Jetzt hört man ihn wieder, aber wenn man, ich glaube, wenn man da auf Null stellt. Nächster Halt, Koblenz Stadtmitte, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt kommt auch eine Ansage, ich glaube davor. Oh, wieder eine 101, Ex-Verleihen. Und nochmal eine hinten dran, weil der Steuerwagen, glaube ich, nicht funktioniert hat. Also nehme ich an, weil vorne auch eine Lok war. Da hier links müsste dann hier hinten das deutsche Eck sein und hier geht es dann Richtung Trier, die Mosel runter. Hilfe, Leck. Warum ist hier gerade so? Oh, ich sollte vielleicht mal bremsen. Weil der Bahnhof in Koblenz Stadtmitte ist jetzt nicht der längste. Ich frage mich, warum der. Als ob der. Der wirklich nicht in Lütze hält, weil ich glaube, dass sogar der Re hält der Regionalexpress nicht auch in Lütze oder hält er nur Stadtmitte? Aber irgendwie so Stadtmitte, hä, warum? Das da unten ist ein bisschen komisch, weil die haben ja hier noch Bahnsteig. Na egal. Der Abstand ist sehr kurz. Da braucht man ja eigentlich gar nichts. Das ist nicht mal ein Kilometer. Ja, hier endet zwar, aber ich glaube, hier ist dann noch mal so ein Ding. So, einmal Türen schließen. Wir sind pünktlich in 2 Minuten zu früh. Das ist jetzt hier aber nicht hier Deutsche Bahn-like. Mit 40 haben wir Einfahrt. In den Koblenzer Hauptbahnhof. Weil wir fahren, glaube ich, jetzt auch ein. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Koblenz Hauptbahnhof. Auf dem Gleis, wo Wir wir haben abgefahren Anschluss sind. an eine Regionalbahn nach Trier um 8:17 Uhr von Gleis 9 sowie an eine Regionalbahn nach Mainz um 8:30 Uhr von Gleis 4. Im Namen der DB Regio Südwest verabschieden wir uns ganz herzlich von allen Aus- und umsteigenden Passagieren, wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt, angenehme Weiterreise und einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Hört man noch das Mais, hat man zum Schluss noch, das war nicht schlimm, aber zum Schluss bei mir hat man auch manchmal die Maus, das Mausklicken gehört zum Beenden, oh, jetzt bin ich am Mikro gekommen, zum Beenden der Aufnahme. Wahrscheinlich hat das mit Audacity oder so gemacht. So, hier sehen wir noch die Z, nee, Z, ist es DFI, kann man auch nicht sagen. Halt da, Zugzielanzeige ist ja eher am Zug. Halt die Fahrgastinformationsanzeige, sagen wir es so. Einmal haben sie am Anschluss noch an einen RE1 nach Heidelberg, über Trier, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern und Mannheim. So. Bin mal nicht so ein netter Kollege wie der andere. Ah, nee. Kommt es ein Güterzug? Könnte es laut werden?
müssen jetzt aber nicht ernsthaft die Minute bis 8 und 9 abwarten, oder? Wenn der Zug durch ist, lese ich vor. Weil der ist dezent laut. Ich hoffe, die Regio Südwest verabschiedet sich auch von dir und wünscht dir noch einen schönen Feierabend. Ab hier übernimmt ein Kollege die Weiterfahrt. Gruß Amisia. Das ist der Szenariosteller. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und sehen wir nächstes Mal dann wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, Leute.